Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, bei dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen Mittwoch die Generalaudienz mit Papst Franziskus. Mein Name ist Silvia Kritzenberger, ich freue mich, Sie heute am Mikrofon begleiten zu dürfen. Per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito. Ein herzliches Willkommen allen, die über Facebook, YouTube-Apps und unsere Partnersender mit uns verbunden sind: EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede. Wir hören wie immer zum Auftakt der Audienz eine Schriftlesung, und zwar in den 8 Amtssprachen des Vatikans, darunter auch Deutsch. Heute ist es ein Passus aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Verse 14 bis 15 und 26 bis 27. Tout ce qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier. Ja, am vergangenen Mittwoch musste die Generalaudienz wegen der Fastenexerzitien ja ausfallen. Heute aber hält Papst Franziskus seine Generalaudienz wie üblich wieder ab, wie immer in letzter Zeit, aus der Bibliothek im Apostolischen Palast. Papst Franziskus wird heute die Katechesenreihe über das Gebet weiterführen, dieses Mal zum Thema das Gebet und die Dreifaltigkeit. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, for those who are led by the Spirit of God are children of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you received a spirit of adoption through which we cry, Abba, Father. In the same way, the Spirit too comes to the aid of our weakness, for we do not know how to pray as we ought, but the Spirit himself intercedes with inexpressible groanings. And the one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because the Spirit intercedes for the holy ones according to God's will. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos,
Cuando se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos, de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de vuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um Espírito que vos escravize e volte a encher-vos de medo, mas recebestes um Espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos Abba, ó Pai. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações conhece as intenções do Espírito, porque é de acordo com Deus que o Espírito intercede pelos santos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، إن الذين ينقادون لروح الله يكونون أبناء الله حقا. لم تتلقوا روح عبودية لتعودوا إلى الخوف، بل روح تبن به ننادي أبا يا أبتي. وكذلك فإن الروح أيضا يأتي لنجدة ضعفنا، لأننا لا نحسن الصلاة كما يجب، ولكن الروح نفسه يشفع لنا بأنات لا توصف. والذي يختبر القلوب يعلم ما هو نزوع الروح، فإنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئة الله. كلام الرب. Z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże. Wir hören nun die Katechese von Papst Franziskus. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. In unserer Katechesenreihe über das Gebet werden wir heute und nächste Woche sehen, wie uns das Gebet dank Jesus Christus auf das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit hin öffnet, Vater, Sohn und Heiliger Geist, auf das Meer der unermesslichen Liebe Gottes. Jesus hat uns den Himmel geöffnet und uns in eine Beziehung mit Gott eintreten lassen. Er hat das getan.
Er hat uns diese Beziehung zu Gott geöffnet, zu diesem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das bekräftigt der Apostel Johannes am Ende des Prologs seines Evangeliums. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Jesus hat uns die Identität Gottes offenbart, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir wussten ja gar nicht, wie wir beten sollen, welche Worte und Gefühle, welche Sprache für Gott angemessen waren. In der Bitte der Jünger an den Meister, Herr, lehre uns beten, an die wir im Laufe unserer Katechesen oft erinnert haben, liegt dieses ganze Vorwärtstasten des Menschen, seine wiederholten, oft erfolglosen Versuche, sich an den Schöpfer zu wenden. Nicht alle Gebete sind gleich und nicht alle geschehen in reiner Absicht. Die Bibel selbst bezeugt den schlechten Ausgang vieler Gebete, die nicht erhört werden. Vielleicht ist Gott manchmal nicht zufrieden mit unseren Gebeten und wir merken es nicht einmal. Gott schaut auf die Hände der Betenden, damit sie rein sind, muss man sie nicht waschen. Man muss sich nur von bösen Handlungen fernhalten. Franz von Assisi hat gebetet, Nullo homo inudinio te mentovare. Kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Aber die vielleicht rührendste Erkenntnis der Armut unseres Gebets kam von den Lippen des römischen Hauptmanns, der Jesus eines Tages bat, seinen kranken Diener zu heilen. Er fühlte sich vollkommen unwürdig. Er war kein Jude. Er war ein Offizier der verhassten Besatzungsarmee. Die Sorge um seinen Diener aber gab ihm den Mut zu sagen, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Es ist der Satz, den wir auch bei jeder Eucharistiefeier sprechen. Der Dialog mit Gott ist Gnade. Wir sind nicht würdig. Wir haben kein Recht, auf das wir pochen könnten. Wir hinken mit jedem Wort und jedem Gedanken hinterher. Jesus aber ist die Tür, die sich öffnet, die uns den Dialog mit Gott erschließt. Warum sollte der Mensch auch von Gott geliebt werden? Es gibt keine offensichtlichen Gründe. Ja, es mutet fast schon vermessen an. Schließlich kennt auch die Mythologie keinen Gott, der sich um die Angelegenheiten des Menschen gekümmert hätte. Im Gegenteil, die Menschen sind lästig und langweilig, vollkommen unbedeutend. Erinnern wir uns an einen Satz Gottes an das Volk aus dem Buch Deuteronomium. Denkt nur daran, welches Volk hat einen Gott, der ihm so nahe ist, wie ich euch bin. Diese Nähe Gottes ist einzigartig. Die Philosophen sagen, dass Gott nur sich selbst denken kann, wenn überhaupt
dann sind wir Menschen es, die versuchen, uns die Gottheit gewogen zu machen und in ihren Augen Gefallen zu finden. Daher die Pflicht zur Religion mit all den Frömmigkeitserweisen und Opfern, die ständig dargebracht werden müssen, um sich bei einem stummen und gleichgültigen Gott einzuschmeicheln. Da ist kein Dialog. Gott und Jesus und die Offenbarung Gottes vor Jesus, was die Bibel von Mose erzählt, hat uns den Dialog mit Gott erschlossen. Erinnern wir immer uns immer daran, welches Volk hat einen Gott, der ihm so nah ist, wie ich euch bin. Diese Nähe eröffnet uns den Dialog mit Gott. Wie hätten wir jemals den Mut haben sollen, an einen Gott zu glauben, der die Menschen liebt, wenn wir Jesus nicht gekannt hätten? Die Bekanntschaft mit Jesus hat uns das offenbart. Das ist das Ärgernis, das im Gleichnis vom barmherzigen Vater oder vom guten Hirten zum Ausdruck kommt, der sich auf die Suche macht nach dem verlorenen Schaf. Geschichten wie diese hätten wir uns nicht ausdenken, ja nie verstehen können, wenn wir Jesus nicht begegnet wären. Welcher Gott ist schon bereit, für die Menschen zu sterben? Welcher Gott liebt immer und voller Geduld, ohne zu verlangen, dass er wieder geliebt wird? Welcher Gott akzeptiert den unfassbaren Undank eines Sohnes, der im Voraus sein Erbe einfordert und sein Vaterhaus verlässt, um sein Erbe zu verprassen? Jesus offenbart uns das Herz Gottes. Und so erzählt uns Jesus mit seinem Leben, wie sehr Gott Vater ist. Keiner ist Vater wie er. Die Vaterschaft. Die Nähe ist Barmherzigkeit und Zärtlichkeit. Vergessen wir diese drei Worte nicht, in denen der Stil Gottes zum Ausdruck kommt. Nähe, Barmherzigkeit und Zärtlichkeit. Auf diese Weise bringt er seine Vaterschaft uns gegenüber zum Ausdruck. Es fällt uns schwer, uns auch nur annähernd vorzustellen, von welcher Liebe die allerheiligste Dreifaltigkeit erfüllt ist und wie unermesslich das Wohlwollen zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist ist. Die orientalischen Ikonen lassen uns etwas von diesem Geheimnis erahnen, das der Ursprung und die Freude des ganzen Universums ist. Soprattutto era lungi da noi credere che questo amore divino. Vor allem aber hätten wir niemals ahnen können, dass sich diese göttliche Liebe verbreiten, ja an unseren menschlichen Ufern ankommen würde. Wir sind die Empfänger einer Liebe, die auf Erden nicht ihresgleichen kennt. Im Katechismus heißt es, die heilige Menschheit Jesu ist der Weg, durch den der Heilige Geist uns zu Gott, unserem Vater, beten lehrt. Das ist die Gnade unseres Glaubens. Wahrlich, wir könnten uns keine höhere Berufung wünschen. Die Menschheit Jesu, der Gott, der sich uns in Jesus nahe gemacht hat, hat uns das Leben der Dreifaltigkeit selbst erschlossen. Er hat diese Tür geöffnet zum Geheimnis der Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danke. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Ja, das war die Katechese von Papst Franziskus. Die Sprecher grüßen nun den Papst stellvertretend für die Gläubigen der verschiedenen Länder.
den 8 Sprachen, die wir eben schon gehört haben. Le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui comment, grâce à Jésus, la prière chrétienne s'élargit à la Trinité, océan immense de l'amour de Dieu. Nous ne savons pas par nous-mêmes prier comme il faut, et c'est Jésus qui nous introduit dans la relation avec le Père. Parler avec Dieu est une grâce dont nous ne sommes pas dignes. Wir hören nun eine Zusammenfassung der Katechese in den jeweiligen Sprachen, danach ein Grußwort des Heiligen Vaters. Ne se préoccupez pas des hommes qui cherchaient vainement à leur plaire. Sans Jésus, nous n'aurions jamais eu l'audace de croire. Noch einmal zur Erinnerung, bei seiner letzten Generalaudienz am 10. Februar hat der Papst über das Beten im Alltag gesprochen. Wenn wir zu Hause, im Büro oder unterwegs beten, sei das so, als wenn wir etwas Kostbares im Herzen trügen, einen geliebten Menschen etwa, wo immer dieser auch sein mag, hat er gesagt. Und er hat dazu aufgerufen, nicht nur für die eigenen Lieben zu beten, sondern auch für diejenigen, die wir nicht kennen, besonders für einsame, arme und verzweifelte Menschen. Jedes Beten ist in dieser Logik Gottes wichtig. Ein Beten, das sich auf Gerechtigkeit, Frieden und den großen Lauf der Welt richtet, ebenso wie Beten, das auf das Kleine und Alltägliche zielt. Beten gibt dem Menschen in all seiner Zerbrechlichkeit eine besondere Würde. Proseguendo il nostro cammino quaresimale, riserviamo ogni giorno il tempo per una preghiera più lunga e più fiduciosa, consapevoli che Dio è un Padre che ci ascolta sempre e aspetta il nostro ritorno a Lui. Dio vi benedica. Den französischsprachigen Gläubigen hat der Papst folgenden Rat ans Herz gelegt. Nehmen wir uns in der Fastenzeit jeden Tag Zeit für ein längeres, vertrauensvolles Gebet, in dem Wissen, dass Gott ein Vater ist, der uns immer erhört und darauf wartet, dass wir zu ihm zurückkehren. Most Holy Father, the English-speaking faithful, joining us through the media, wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Ja, nach dem Gruß auf Englisch folgt nun gleich auch die Zusammenfassung der Katechese in deutscher Sprache. Which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. Der Sprecher hat eben angekündigt, dass am Ende der Audienz das Vaterunser gebetet wird und der Heilige Vater uns allen seinen Segen erteilt. Jesus himself revealed this path for us by taking on our flesh and revealing the Father's infinite love. By his Paschal mystery, he opened for us the gates of heaven, and by the gift of the Holy Spirit, he has given us a share in his own filial relationship to the Father. Conscious of our unworthiness of so great a gift, we, like the disciples, can cry out, Lord, teach us to pray. Jesus teaches us not only the words to use in prayer, but shows us the boundless mercy of the Father who embraces his prodigal children and goes freely in search of every lost sheep. May our prayer awaken in us the consciousness of our lofty vocation in Christ and draw us ever more fully into the loving communion of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli in lingua inglese. Tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla gioia della Pasqua, con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie
Invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faith. Den englischsprachigen Gläubigen wünscht der Papst, dass sie der Weg der Fastenzeit der österlichen Freude zuführen möge und ihre Herzen durch die Gnade des Heiligen Geistes gereinigt und erneuert werden. Auf sie und ihre Familien ruft er die Freude und den Frieden Christi herab. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus öffnet uns weit die Tür in das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit hinein, in das Meer seiner unermesslichen Liebe. In der Tat zeigt uns erst die Kunde, die uns der eingeborene Sohn Gottes vom Vater gebracht hat, auf welche Weise wir beten sollen. Nicht alle Gebete sind gleich, wie wir in der Heiligen Schrift sehen. Und da die Gebete zuweilen nicht in reiner Absicht geschehen und somit Gott nicht wohlgefällig sind, finden sie keine Erhörung. Wie der römische Hauptmann zu Kapharnaum müssen auch wir uns unserer Unwürdigkeit bewusst sein, mit Gott in Dialog zu treten. Wir haben kein Recht, das wir Gott gegenüber geltend machen können, aber Jesus selbst ist unser Weg zu Gott. In ihm offenbart sich Gott so, wie ihn kein Mensch jemals gewagt hätte zu denken. Gott ist nicht, wie in der Mythologie und der antiken Philosophie dargestellt, dem Menschen fern oder empfindet ihn als Last, sondern er sorgt sich um ihn. Ja, er ist sogar bereit, selbst Mensch zu werden und sein Leben hinzugeben. So ist die heilige Menschheit Jesu der Weg, durch den der Heilige Geist uns zu Gott, unserem Vater, beten lehrt. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Lo Spirito Santo, la cui unzione impregna il nostro essere, sia il nostro maestro interiore, al fine di conformare sempre più la nostra preghiera a quella di Gesù. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Der Heilige Geist, dessen Salbung unser ganzes Wesen erfüllt, sei unser innerer Lehrmeister, um unser Gebet und unser Leben immer mehr Jesus gleich zu gestalten, der uns an der Liebe des dreifaltigen Gottes Anteil haben lässt. Der Herr segne euch und eure Familien. Wir hören nur den Gruß auf Spanisch. Die Zusammenfassung der Katechese wird Papst Franziskus in seiner Muttersprache wie immer selbst verlesen. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy y de la próxima semana, contemplamos cómo, gracias a Jesús,
La oración nos abre de par en par al misterio inmenso de la Santa Trinidad, a las profundidades del Dios del amor. Nadie ha visto al Padre, ha sido Jesús quien nos lo ha revelado. Sin Él, nuestra oración no sería capaz de alcanzar a Dios. Ni siquiera seríamos dignos de mencionar su nombre. La Biblia nos da varios ejemplos de súplicas que Dios no aceptó, porque no todas las oraciones son buenas. Sin embargo, es Jesús que colma nuestro anhelo enseñándonos a orar. Por eso nos hace bien reconocer la pobreza de nuestra oración, como el centurión del Evangelio. Pensemos en la inmensa gracia que significa dialogar con Dios, que una palabra suya baste para que seamos salvados. Nada hay en nosotros que justifique su amor. No hay proporción. Los antiguos filósofos a malas penas consideraban que fuera posible, con sacrificios y devociones, congraciarse con un Dios mudo e indiferente. Jesús, en cambio, con su vida nos demuestra en qué medida Dios es Padre y que nadie es Padre como Él. Nos asegura que es el pastor que busca la oveja perdida, el Padre misericordioso que sale al encuentro del Hijo pródigo. ¿Qué Dios estaría dispuesto a morir por los hombres? Amarlo siempre con paciencia, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podríamos siquiera concebir el abismo infinito del amor de Dios? ¿Cómo creer que ese mar de misericordia se había extendido hasta llegar a la orilla de nuestra humanidad? Nosotros solo podemos aceptarlo y comprenderlo gracias al misterio de la cruz. Mein herzlicher Gruß geht an die spanischsprachigen Gläubigen. Ich ermutige sie, sich der heiligen Menschheit Jesu zu nähern, denn das ist der Weg, auf dem der Heilige Geist uns lehrt, zu Gott, unserem Vater, zu beten. Das ist unsere Berufung, am Leben der allerheiligsten Dreifaltigkeit teilzuhaben. Muchas gracias. Ja, wir hören nun den Gruß auf Portugiesisch. Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A oração abre os nossos corações à Santíssima Trindade, aquele mar imenso que é Deus amor, um amor que se dilatou até chegar à nossa praia humana. Somos o receptáculo de um amor sem igual sobre a terra. E quem nos abriu o céu e introduziu na relação com Deus foi Jesus. Graças à sua humanidade, tornou-se manifesta e acessível aos homens a própria vida da Trindade. Vendo-o rezar a seu Pai, os discípulos pediram-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. É que não sabíamos sequer como rezar, ou seja, quais palavras, sentimentos, atitudes nossas poderiam ser apropriadas para Deus. O reconhecimento mais comovente desta pobreza da nossa oração encontra-se nos lábios daquele centurião romano que suplicou a Jesus a cura do servo gravemente doente. Não sendo judeu,
antes fazendo parte do odiado exército de ocupação. O centurião sentia-se totalmente indigno de apresentar o pedido, mas a preocupação pelo servo fê-lo ousar. Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Fazemos idêntica oração em cada Eucaristia. Dialogar com Deus é uma graça. Nós não somos dignos. Não temos qualquer direito para o reivindicar. Jesus é uma porta que se nos abre. Com o exemplo da sua vida, Jesus fez-nos intuir um pouco do mistério da Trindade Divina, que é a origem e a alegria de todo o universo. Convidou-nos a entrar naquele abismo de benevolência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Verdadeiramente, não podíamos esperar vocação mais alta. A humanidade de Jesus pôs à nossa disposição a vida da Santíssima Trindade. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Cari ascoltatori di lingua portoghese, vi saluto tutti e incoraggio a venerare San Giuseppe, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, prendendolo a intercessore, sostegno e guida nei momenti di difficoltà vostri e dei vostri familiari, affinché non si esaurisca mai l'olio della fede e della gioia che sgorga dalla vita in comunione con Dio. Eis a tradução das suas palavras. Zu den portugiesischsprachigen Gläubigen hat Papst Franziskus gesagt: Ich grüße Sie alle und ermutige Sie, den heiligen Josef, den Mann der täglichen diskreten und verborgenen Gegenwart, zu verehren, indem Sie sich in Zeiten, die für Sie und Ihre Familien schwierig sind, als Fürsprecher, Stütze und Wegweiser an ihn wenden, damit das Öl des Glaubens und der Freude, das aus dem Leben in Gemeinschaft mit Gott fließt, nie versiegt. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعمين بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية، وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على الصلاة وعلاقتها بالثالوث الأقدس. يسوع هو الذي فتح السماء لنا وعرفنا بالله وجعلنا قادرين على الاتصال به. في الحقيقة نحن لا نعرف كيف نصلي. ويبين لنا الكتاب المقدس أن ليست جميع الصلوات مستجابة، لأن الله ينظر إلى اليدين، أي إلى أعمالنا، وليس فقط إلى ما نقول. والأيدي لا تطهر بالغسيل بالماء، بل بالامتناع عن الأعمال الشريرة. كان القديس فرانسيس إذا صلى يشعر بعدم استحقاقه فيقول: لا يوجد إنسان يستحق أن يتلفظ باسمك يا الله. كذلك قائد المئة الذي صلى من أجل شفاء عبده كان شاعرا بعدم استحقاقه، فقال ليسوع: يا رب لست مستحقا. ليس لنا في الواقع أي حق للوقوف أمام الله. وأن يحب الله الإنسان هذا أمر لم نكن نجرؤ تصديقه لو لم يؤكد لنا ذلك يسوع في مثل الابن الضال والراعي الصالح الذي ذهب يبحث عن الخروف الضال. بين لنا يسوع أن الله هو أب لنا. يسوع لأنه صار إنسانا مثلنا هو الذي علمنا وجعلنا قادرين أن نصلي ونقول لله أبانا.
يسوع بإنسانيته جعل حياة الثالوث الأقدس نفسها قريبة جدا منا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è fiducia in Dio che vuole il bene per noi, anche se a volte non capiamo cosa ci sta succedendo. Egli ci ama e sa meglio di noi come guidare la nostra vita. Signore, vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Der Gruß an die arabischsprachigen Gläubigen. Beten heißt, Gott zu vertrauen, der Gutes für uns will, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, was mit uns geschieht. Er liebt uns und weiß besser als wir selbst, wie wir unser Leben führen sollen. Möge der Herr sie alle segnen und stets vor allem Bösen beschützen. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując z nim szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. W cyklu katechez o modlitwie chcemy zobaczyć, jak dzięki Jezusowi Chrystusowi modlitwa otwiera nas na Trójcę Świętą i tajemnicę Bożej miłości. To Jezus otworzył dla nas niebo i wprowadził nas w relację z Bogiem. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Dlaczego Bóg miałby miłować człowieka? Nie ma oczywistych powodów, nie ma proporcji. Do tego stopnia, że w sporej części mitologii nie rozważa się przypadku Boga, który przejmowałby się losami ludzi. To ludzie starają się pozyskać bóstwo i okazać się miłymi w Jego oczach. Nigdy nie mielibyśmy odwagi uwierzyć w Boga miłującego człowieka, gdybyśmy nie poznali Jezusa i Jego nauczania, jak choćby to zawarte w przypowieści o miłosiernym Ojcu czy o pasterzu, który idzie szukać owcy zagubionej. Opowieści tego rodzaju nie moglibyśmy wymyśleć, a tym bardziej zrozumieć, gdybyśmy nie spotkali Jezusa. Który Bóg jest gotów umrzeć za ludzi? Który Bóg miłuje zawsze i cierpliwie, nie domagając się odwzajemnienia miłości. Jezus mówi nam swoim życiem, do jakiego stopnia Bóg jest Ojcem. Trudno nam pojąć miłość, jaką napełniona jest Trójca Przenajświętsza i jaki bezmiar wzajemnej życzliwości istnieje pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Tym bardziej trudno nam uwierzyć, że ta boska miłość, która nie ma sobie równej na ziemi, rozlewa się, docierając do naszego człowieczeństwa. Katechizm wyjaśnia, święte człowieczeństwo Jezusa jest drogą, na której Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Der Gruß an die Polen. La Quaresima è un'opportunità per intensificare la preghiera. Liebe Brüder und Schwestern, die Fastenzeit ist eine Gelegenheit, das Gebet und das Festhalten an den Sakramenten zu intensivieren, sich im Fasten und in der Nächstenliebe zu üben und das Geheimnis der barmherzigen Liebe des Vaters, die sich im Sohn offenbart und im Heiligen Geist verbreitet, noch intensiver zu leben. Nutzen Sie diese Gelegenheit als eine besondere Zeit der Gnade. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest sposobnością do wytężonej modlitwy i udziału w sakramentach, do podejmowania postu i dzieł charytatywnych
i do głębszego przeżywania tajemnicy miłości miłosiernej Ojca, objawionej w Synu i wylanej w Duchu Świętym. Korzystajcie z tej okazji jako szczególnego czasu łaski. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, reciteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Giungono ancora dal Myanmar tristi notizie. Aus Myanmar erreichen uns immer noch traurige Nachrichten von blutigen Auseinandersetzungen und die Menschenleben kosten. Ich rufe die zuständigen Behörden auf, den Weg des Dialogs zu suchen und appelliere an die internationale Gemeinschaft, dabei zu helfen, dass die Bestrebungen des Volkes von Myanmar nicht in Gewalt erstickt werden. Auch sie mögen eine Zukunft haben, die nicht von Hass gekennzeichnet ist, sondern von Versöhnung und Begegnung. Ich wiederhole meinen Wunsch, den ich vor einem Monat zum Ausdruck gebracht habe. Der Weg der Demokratie des Landes möge sich in konkrete Gesten umsetzen. So Gott will, werde ich übermorgen in den Irak reisen. Eine Pilgerreise von 3 Tagen. Ich wollte diesem Volk schon lange begegnen, diesem Volk, das so viel gelitten hat, diese Märtyrerkirche im Land Abrahams. Dort werden wir gemeinsam mit den anderen Religionsführern einen weiteren Schritt in Richtung Geschwisterlichkeit gehen. Ich bitte Sie, meine Reise mit dem Gebet zu begleiten, damit sie die erhofften Früchte bringen kann. Das Volk des Irak erwartet uns. Es hat auch Johannes Paul II. Erwartet, dem es nicht möglich war, dorthin zu reisen. Man darf ein Volk nicht zweimal enttäuschen. Beten wir für diese Reise, auf dass sie Gutes bewirken mag. Ich richte einen herzlichen Gruß an die italienischsprachigen Gläubigen. Ich hoffe, dass die Fastenzeit sie alle zu einer größeren Vertrautheit mit Christus führen wird und ihnen hilft, ihm noch eifriger nachzufolgen. Meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten, jungen und kranken Menschen sowie zu den Neuvermählten. Mögen Sie im Geheimnis Gottes, der sich für das Heil aller Menschen hingibt, die Kraft entdecken, schwierige Momente zu meistern. Ihnen allen meine besten Segenswünsche. Pater noster, qui es in cielo, sancti
Pontificetur nomen tuum, ad venia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Domino hobiscum. Spiritu. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ja, liebe Zuschauer und Hörer, Papst Franziskus hat ja eben über seine Reise in den Irak gesprochen. Wir übertragen auch zu diesem Anlass wie immer live und mit deutschem Kommentar das Programm der Reise. Mit den genauen Uhrzeiten können Sie auf unserer Webseite vaticannews.de einsehen. Ja, und damit endet diese Live-Übertragung der Generalaudienz mit dem Heiligen Vater. Auf der Webseite von Vatican News können Sie in Kürze den Wortlaut und unseren Beitrag zur Katechese von diesem Mittwoch nachlesen. Und Sie finden sie natürlich auch in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich verabschiede mich von allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon begleitet hat sie Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.